Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und gestern habe ich eine Folge darüber gemacht, Niantic Mob wieder, beziehungsweise Niantic Cloud Pokémon. Und das habe ich eben noch nie erlebt. Gestern war das so, habe ich nicht gerafft. 100% Kyoko gewesen, auf einem Account, im Fangbildschirm. Und bisher kannte ich es eigentlich immer, wenn ihr aus dem Fangbildschirm flieht, könnt ihr trotzdem wieder zurück in den Fangbildschirm, solange wie das Pokémon eben auf der Arena sitzt, solange wie der Raid-Boss im Prinzip noch da ist. Selbst wenn ihr jetzt mal wegen einem Fehler rausfliegt, GPS, sonst was, oder die Pokémon-Box voll ist, das ist ja der meiste Grund, wieso man vielleicht aus dem Fangbildschirm fliegt. Die Pokémon-Box ist voll, ihr könnt das nicht fangen, ihr müsst erstmal was wegschmeißen und dann können wir zurück und können das fangen. Eigentlich sollte das mit dem Update ja so gehen, dass schon vor dem Raid-Kampf dasteht, dass die Box voll ist und ihr also erstmal aufräumt, bevor ihr den Raid überhaupt macht, dass ihr es danach fangen könnt. Gestern war es also so, ich bin aus dem Fangbildschirm geflohen und irgendwie saß das Pokémon nicht mehr oben drauf. Es war einfach dieses Raid-Wappen zu sehen, was ist, wenn man den Boss eigentlich gefangen hat. Habe ich aber nicht, hatte mich dann ja umgeloggt, ich wollte das ja eigentlich filmen auf dem großen Handy, wie ich das 100% Kyogre fange, und da war es natürlich auch nicht. Da kam ein Kommentar dazu, natürlich der Tagebucheintrag wäre interessant gewesen. Ich habe das auch mal nachgeschaut, da stand wirklich zuletzt einfach nur Items beim Raid erhalten und sonst nichts. Nichts geflohen, nichts gefangen, gar nichts, es war einfach weg, komplett weg. Heute hatten wir wieder den Fall. Wir haben frühest gleich einen Raid gemacht hier an der Sonnenuhr und da hatte ich dieses billige Kack-Handy, was öfters mal neu startet und ausgeht, und ich bin auch gerade im Fangbildschirm gewesen, habe gedacht, gut, das fängst du jetzt, und plötzlich ist das Handy ausgegangen und neu gestartet. Habe ich gedacht, solange wie das jetzt neu startet, fange ich erstmal auf den anderen Accounts alles, habe ich in Ruhe gemacht, und wenn das neu gestartet ist, drücke ich einfach auf die Arena und fange es dann gemütlich. Da aber genauso das gleiche. Er war einfach nicht mehr da, es war gar nichts mehr da, ich hatte noch alle Bälle, ich habe nichts gefangen, es ist nichts geflohen, es war einfach weg, es hat sich in Luft aufgelöst. Gut, es ist vielleicht, da kann man es vielleicht verstehen, das Handy hat sich komplett neu gestartet, also das hätte es sein können, dass das geht, ging aber nicht. Was jetzt der Unterschied ist, wann er noch da ist und wann er nicht mehr da ist, beziehungsweise ab welchem Punkt man nicht mehr zurück kann, verstehe ich nicht, weiß ich immer noch nicht. Vielleicht kann das nochmal jemand richtig aufklären, ganz offiziell. War auf jeden Fall ärgerlich, aber ich habe mich nicht lumpen lassen, denn wir sind dann noch weiter zum Löwen gezogen, haben da noch einen Raid gemacht. Und da habe ich ein 100% Kyogre bekommen, sogar auf dem richtigen Account, auf dem Hauptaccount. Hab gewartet, goldene Beere drauf, den Kreis eingestellt natürlich. Hatte, glaube ich, 14 Bälle oder so, und es war sogar im ersten Ball safe drin. Gestern also 100% Kyogre weg, heute 100% Kyogre da. So kann es laufen, gestern auf dem zweiten Account, wo es eh nicht so wichtig war, heute auf dem Hauptaccount ein 100% Kyogre bekommen, im ersten Ball. Richtig geniale Sache auf jeden Fall, das entschädigt für alles. In Wahrheit habe ich wahrscheinlich gestern die ganze Zeit in der Niantic Support angeschrieben und gebettelt und geschrieben: Wo ist mein Fischbrötchen? Wo ist mein Fischbrötchen? Wo ist mein Fischbrötchen, damit Kyogre zurückkommt? Und deswegen haben sie mir jetzt einfach eins in die Box reingelegt. Aber nein, ich habe das ja hier eingeblendet, wie ich es gefangen habe. Und noch dazu gibt es natürlich ein paar coole Infos, die sich zum Beispiel auch mit Kyogre und Groudon beschäftigen. Denn die Feldforschungsdurchbrüche wechseln bald. Ab 1. Juli bis zum 1. September nämlich gibt es weiterhin zwar Latios und Latias in den Feldforschungsdurchbrüchen, aber Lugia und Ho-Oh weichen und machen Platz eben für Kyogre und Groudon. Was eigentlich ein bisschen sinnlos ist, weil Kyogre und Groudon jetzt eben in den Raids da ist. Ihr könnt da die Shinies jagen, ihr könnt Level 20 ja direkt aus den Raids holen, so viel wie ihr wollt. Und dann kriegt ihr die nochmal zusätzlich im Feldforschungsdurchbruch hinterhergeworfen, wo ihr viermal die Möglichkeit habt, entweder das, das, das oder das in einem Monat. Gut, das ist ja dann 3 Monate, Juni, August, September, genau. Ja, eigentlich nur 2, den ganzen Juli und den ganzen August.
Aber da habt ihr ja nur Level 15, was ihr da rausbekommt, während ihr aus dem Raid direkt Level 20 bekommt. Aber für die, die keine Raids machen können, ist das ja vielleicht doch wieder von Vorteil. Die kriegen nämlich dann todsicher eins, wenn sie Glück haben, also gar nicht todsicher. Und können natürlich dann schön mit gelber Beere gleich 6 Bonbons abstauben. Vielleicht gute IV, wenn du einen 100er hast aus der Feldforschung. Obwohl das Level 15 ist, ziehst du das ja trotzdem hoch. Also, gute Sache. Für die meisten, für mich halt nicht. Spricht mich eigentlich nicht an, genau wie Latios. Und Latias spricht mich eigentlich auch nicht an. Und ja, der Feldforschungsdurchbruch wechselt also ab dem 1. Juli bis 1. September kriegt ihr dann Latios, Latias, Groudon und Kyogre aus den Feldforschungsdurchbrüchen. Außerdem gibt es ab 1. Juli auch wieder neue Pandir-Formen bzw. Shiny Pandir wird eingeführt. Das wurde ja jetzt auch schon bekannt gegeben. Und Shiny Pandir, das hat dann eben keine roten Flecken, das hat so grünliche Flecken. Da sind wir auch gespannt. Vor allem, wenn ihr jede Form, die es jetzt schon gab, noch nachträglich als Shiny haben wollt. Obwohl eigentlich reicht ja, wenn man eins als Shiny hat, dann ist das ja sowieso alles abgedeckt. Ich glaube nicht, dass jede einzelne Form dann dahinter ein Shiny-Symbol bekommt. Obwohl, das kann auch gut möglich sein, die sind ja eh total geisteskrank. Da bin ich aber auf jeden Fall gespannt, und ob es die Aufgabe dann öfter gibt oder ob die immer noch so selten ist und wie hoch da die Rate ist, weil das trotzdem eigentlich relativ schwer ist, vor allem von jeder Form ein Shiny zu bekommen. Da sind wir aber gespannt. Und das Dritte, was auch noch wichtig ist, die Deoxys wechselt endlich seine Form, die Verteidigungsform, die vielen auf den Sack ging, weil die eben so schwer zu bezwingen war. In ganz anders zur Angriffsform, wo ihr wirklich mit einem Account das Solo machen konntet, wechselt Deoxys von seiner Verteidigungsform in die Initiativform, die eigentlich auch gar keinen Sinn hat, weil die auf Geschwindigkeit ausgelegt war, aber jetzt die Werte, weil es keinen Geschwindigkeitswert gibt, eben auf die anderen Werte verteilt ist, ist dann ab dem 23. Juni in den X-Raids, jetzt versteht das aber nicht falsch, am 23. Juni werden nämlich neue Einladungen rausgeschickt, da am Dienstag der nächste X-Raid ist, gehen die Einladungen also am Sonntag raus, und die Einladungen, die am Sonntag rausgehen, am 23. sind dann für das neue Deoxys. Der Raid, der am Dienstag stattfindet, am 25. ist noch das alte. Denn durch die Einladung ist das schon bestimmt gewesen, was das ist. Und ab 23. gibt es das Neue für die Einladungen, die am 23. rausgehen. Am 25. Verteidigung, ab 23. die Einladungen für den 30. oder so, oder 29. Ne, müsst ihr dann wieder eine Woche nach dem anderen sein. Na, das seht ihr ja dann, wenn ihr Einladungen bekommt auf jeden Fall. Kommen die Initiative-Form, da sind wir gespannt, denn dann sind alle 4 Formen im Pokédex und alle rätseln natürlich jetzt schon, was wird danach kommen. Gibt es neue Formen, gibt es neue Pokémon, gibt es Darkrai vielleicht in den X-Raids oder kommt Mewtwo dann zurück, weil dann ist schon Sommer und der Mewtwo-Film rückt auch näher und das gepanzerte Mewtwo. Wir sind gespannt natürlich, da müssen wir abwarten, das kann man jetzt noch nicht so sagen. Wir warten einfach und ich freue mich immer noch über das 100er Kyogre, das werde ich vielleicht nachher gleich noch maxen und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal einfach, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.